Dann können wir jetzt auch endlich mal wieder Teamwork beweisen und nicht immer alles unsere Glaskanone hier machen lassen. Weil das geht doch relativ ratzfatz. So. Und wieder einer weg. Zwei neue Blazing Moon Lanterns. Das scheint in diese Halle da zu führen, die ich noch nicht unbedingt gehen möchte. Machen wir lieber mal wieder etwas mehr Licht an. Wow. Ach, sehr schönes Timing. So, gleich wieder einfrieren. Das macht das Schwert echt richtig mächtig, muss ich sagen. So, wieder eingefroren. So, und wieder eingefroren. Und bei ihm muss ich gerade mal Mana sparen. Wobei wir ja auch Potions zusammenmischen könnten. So. Passt die da? Nein. Was die da auch? Und die da? Nö. Flask, Nightbeat und Milkweed. Nightbeat. Ah, das da. So, eine für dich. Nochmal eine für dich, für alle Fälle. Denn wir sind im Endkampf, also können wir ruhig mal was raushauen. So. Gut, und das ist der Weg hier drüben. Und dasselbe Spielchen. Okay, ist alles symmetrisch aufgebaut, also. Gucken wir mal kurz in unsere Statistics. 261 von 288. Das heißt, wir haben 28, 27 Secrets nicht gefunden. Also 10%. Okay. Hier sind überall solche Energiedinger. Also Conduits.
Oh, da hat einer Hunger. Euch kann ich ganz leicht verprügeln. Oh. Okay, drei von der Sorte ist dann doch ein bisschen unschön. Außer ich kann sie dazu bringen, hier festzufrieren. Das scheint doch damage-bedingt zu sein. Und nicht hit-bedingt. So. Taust du nochmal auf? Ja, taust du auf. So, der letzte. Au. Das hat aber zum Glück nicht viel Schaden gemacht. Komm doch nochmal auf und ich töte dich gut. Ganz ehrlich, wir haben auch davon mehr als genug. Also trinken wir das. Gut, da sind wir wieder mal beim Speichern, das Spiel abgestürzt. Was passiert eigentlich, wenn ich... Naja, ich muss mich erstmal wieder... satt machen. Was passiert eigentlich, wenn ich die extinguische? Außer, dass es dunkler werden sollte, was es auch nicht wirklich wird. Sind ja noch ein paar hier. Und ja, das heißt, die drei Bosse, die wir gerade gekillt haben, wurden entkillt. Ah. So macht man auf die Dinger auch auf. Auch auf, okay. Ja, das sollten wir auch definitiv überall machen. Alles aufmachen, dass wir nachher alles hier schön überladen können. Gut, das heißt, die beiden großen Räume, die meide ich erstmal und gucke mich im Norden um. Was machst du? Du machst da noch was auf. Ach so, hier ist auch noch... Zeug. Ja, gut.
Das heißt, ich gucke mir erstmal den Bereich und dann den Bereich an. Hier finde ich sogar Eissteine sehr nett. Wie ich das Ding immer schlagen will. Ja, da geht's auch da rein. Oh. Sie sind echt zu blöd, außen rum zu gehen. Ich sollte nichts sagen, sonst schaffen sie es gleich, vielleicht gerade gleich doch noch. Jedenfalls der eine von den beiden. So, und ich kann Schaden machen. So, gleich wieder einfrieren, draufhauen. Das ist der letzte. Wie er da fest spackt. So. Das war zu früh. Ja. Ach so, das heißt, die Kammer da hängt ein bisschen anders als erwartet mit der Kammer hier zusammen, hä? Das heißt, ich sollte auch gucken, dass ich all die Hebel hier umlege. Oh. Das geht mit der Zeit wieder zu. Warte, was ist mit dir? Du hast das da geöffnet. Übrigens hängen die Sachen hier nicht richtig an den Wänden, sondern schwimmen in der Luft. Ja gut, das hast du auch aufgemacht. Das ist alles okay soweit.
Earth Transmutation Magic. Das war falsch. Ich traue mich gerade gar nicht, den Speicherknopf zu... Oh! Champions, ein Skillpunkt. Äh...